Jetski übers Wasser heizen, dabei Delfine retten und das alles als Achterbahn, darüber reden wir heute. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Review Video Magazin und einem neuen Video meinerseits und dem Review zu Wavebreaker The Rescue Coaster. Ja, sehr, sehr smarter Name natürlich. Und sehr geile Achterbahn meiner Meinung nach, über die ich mit euch heute hier sprechen möchte. Und zwar heißt diese Achterbahn wirklich Wavebreaker The Rescue Coaster. Zu finden ist diese Bahn im Freizeitpark SeaWorld San Antonio. Dazu werdet ihr demnächst ja noch ein Video finden, wo ihr den Park genauer vorgestellt bekommt. Aber es gibt auch schon einen Vlog zu dem Ganzen, zu unserem Besuch. Den findet ihr natürlich wie immer in der Infocard. Und der Freizeitpark befindet sich in den USA, im Bundesstaat Texas, und da der Name es schon erahnen lässt, in San Antonio. Und wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, so ein langer, sperriger Name, das bedeutet, wir haben einen Konzept-Coaster, der eine Geschichte erzählt, einen Storyline-Coaster, und der ist auch noch richtig gut. Zum Thema. Das Ganze ist ja ein Themen-Coaster. Und ja, der Park SeaWorld ist ja auch ein Themenpark mit dem Thema Meereswesen, und man hat sich ja auch groß auf die Fahne geschrieben, Tiere zu retten, Naturschutz zu betreiben und Leuten etwas beizubringen. Da rede ich auch ein bisschen mehr im Detail drüber in der SeaWorld San Antonio Park Vorstellung. Da geht es ein bisschen mehr ins Detail, was dieses Thema betrifft. Wenn euch aber interessiert, was SeaWorld und Orcas und so weiter und so fort miteinander zu tun haben und warum das eigentlich nicht so geil ist, empfehle ich euch die Arte-Doku Blackfish, guckt euch die gerne mal an. Aber hier geht es jetzt um die Achterbahn und warum wir da auch drüber sprechen, wie gesagt, dann in der Parkvorstellung. Und ja, Themencoaster und USA ist ein bisschen schwierig. Klar, hätten wir jetzt Disney oder Universal, wüssten wir alle, das wird richtig gut, das wird richtig krass. Bei allen anderen Parks ist es ein bisschen, aber SeaWorld bzw. die SeaWorld Parks and Entertainment Gruppe ist da schon ganz gut aufgestellt, und in so einem soliden europäischen Standard kriegt man da, was Gestaltung und Thematisierung, Pflege der Parks und Attraktionen betrifft, schon hin. Ja, und wir sind bei dieser Themenachterbahn ein SeaWorld-Rettungsteam auf Jetskis. Und mit dieser Achterbahn möchte man dem Besucher, den Gast, das Gefühl vermitteln, dass er selber auf einem Jetski über den See fährt. Und so viel vorweg, das funktioniert richtig gut. Und ja, wir fahren hier gemeinsam auf eine Rettungsmission, um einen Delfin zu retten, der sich in einem Netz verfangen hat. Ich weiß nicht, warum Delfine auf einem See unterwegs sind, aber gut. Aber trotzdem ganz gute Idee und sehr gut umgesetzt. Zahlen, Daten und Fakten sind bei sowas natürlich auch immer wichtig. Und ein paar nackte Zahlen zu der Bahn habe ich natürlich auch für euch mitgebracht. Eröffnet hat die Attraktion 2017, und der Hersteller der Achterbahn ist der Liechtensteiner Hersteller Intamin. Und vom Typ her ist das Ganze ein Family Launch Coaster. Wenn wir es genau nehmen, sogar ein Multi-Launch Coaster. Und das mit einem Reibrad-Lounge. Habe ich euch auch schon öfter in verschiedensten Videos gezeigt, und jüngst haben wir das Ganze ja auch bei der Moviepark Studio Tour gesehen, dass es sowas auch bei uns in der Nähe quasi gibt. Und hier haben wir halt einmal quasi den Reibrad-Lounge am Anfang und einen Reibrad-Boost, was dafür sorgt, dass wir rund 71 km/h Spitzengeschwindigkeit bei dieser Achterbahn haben, mit einer maximalen Höhe von knapp 19 Metern und das auf einer Streckenlänge von ungefähr 790 Metern. Und dafür wurden über 300 Betonpfeiler im See verteilt, versenkt quasi. Um das Ganze aber zu bewerkstelligen, hat man den See mit so Gummi-Aufblasdämmen umrandet, oder beziehungsweise den Bereich, wo die Achterbahn steht, umrandet, den trockengelegt, damit man nicht den ganzen See trockenlegen muss, um dort halt die Fundamente zu schaffen. Insgesamt hat Wavebreaker theoretisch 3 Züge. Bei unserem Besuch gab es nur 2 Züge. Den dritten Zug haben wir aber auch gesehen, der lag auseinandergebaut auf dem Hinterhof, an dem man vorbeifährt. Da kommen wir gleich noch zu. Und bei diesen 3 Zügen gibt es dann jeweils 8 Wagen, und ein Wagen besteht aus 2 Jetskis. So sitzen 2 Leute nebeneinander, über 8 Wagen verteilt, 16 Personen pro Zug. Was eine theoretische Kapazität bei Wavebreaker von nur 886 Personen pro Stunde ist. Das ist nicht so viel, vor allem nicht, wenn man 3 so lange Züge hat. Und das Ganze läuft über eine 2-Gurt-Schiene. Außerdem gibt es auch noch einen 30-minütigen Electric beziehungsweise orchestralen Hybrid-Score, also Soundtrack für diese Bahn. Und der kommt von Rick McKee. Kommen wir zur Fahrt.
wenn wir den Weg reinfinden. Also grundlegend ist das jetzt nicht schwierig. Es gibt ein riesiges Eingangsportal, wo auf Screens mal wieder ein paar Wasserrettungsaktionen von SeaWorld gezeigt werden. Auch vom Design ganz nett eigentlich. Davor gibt es auch einen Testsitz. Das ist ja eine ganz ungewöhnliche Art zu sitzen. Also ihr hockt da halt richtig drin, ihr sitzt da richtig drauf, wie auf so einem Jetski. Habt dann aber einen Lapbar, der von vorne kommt, um euch zu halten. Und hinten ist dann halt auch nochmal Sitzschalenrückenteil, damit ihr fest und sicher in dem Achterbahnwagen sitzt. Und wenn man aber nach dem internen Rope Drop von der Seite kommt, sieht man diesen Eingang gar nicht und man kann von der Seite aus dann auch in die Attraktionen laufen und auch in die Queue laufen. Das ist auch alles vollkommen in Ordnung. Nur ist es bei SeaWorld so, dass man keine Taschen mit in die Station nehmen darf. Die müssen vorher in einen kostenpflichtigen Locker geschlossen werden, der aber einmal außenrum raus Richtung Ausgang platziert wurde. Grundlegend ist es ja nicht verkehrt, wenn die Locker am Ausgang sind. Da komme ich ja auch raus. Aber ich musste ja erstmal dahin bringen, die Sachen. Also sind die ja auch am Eingang ganz gut platziert eigentlich, die Locker. Also irgendwo dazwischen. Und das war hier ein bisschen doof auf jeden Fall. Hat uns drei Züge gekostet, die wir warten mussten. Operation waren aber ganz gut. Zwei Züge drin, wurde gut abgefertigt. Unten wurde schon eingeteilt. Das war jetzt nicht so schlau. Vielleicht hätte ich mich oben an die Treppe gestellt, um einzuteilen. Die Leute einzeln auf die Gates, dann sehe ich auch, was sie machen und kann dann dementsprechend eingreifen und nicht unten einfach nur sagen, ja, geh mal hoch, stell dich in Reihe 3. Also wirklich, unten stand der Mitarbeiter, jo, zwei Leute, gut, Reihe 3. Und dann gehst du hoch und dann, naja. Ja, oben angekommen geht's in eine schmucklose Station. Ist jetzt nicht ganz hässlich, aber ist auch nicht wirklich schön. Ist halt wirklich ein bisschen schwimmhallenmäßig. In dem Platz, wie schon eben angesprochen, in diesem Jetski, auf diesem Jetski. Und ihr seht auch selber auf einem Display, ob euer Sitz schon eine Freigabe hat oder nicht. Das ist bei SeaWorld oft so. Da könnt ihr genau sehen, wo ihr sitzt. Beziehungsweise ihr wisst ja, wo ihr sitzt und seht dann auf dem Bildschirm, er ist rot. Wenn ihr den Bügel runter macht, wird es grün. Ja, und dann geht's aus der Station raus in einer großen Rechtskurve. Sehr unschön, quasi über dem Hinterhof. Am Hinterhof vorbei. Links befindet sich die Wartungshalle. Da seht ihr auch das Gleis und so. Das ist alles in Ordnung. Dann seht ihr auch den Hinterhof, wo die Einzelteile momentan liegen oder die einzelnen Elemente des dritten Zuges. Und wir fahren selber in eine Wellblechhalle wieder. Sehr kahl, sehr karg, sehr schmuddelig, sehr unschön. Ihr habt so ein paar LED-Stripes oben an der Decke weiße und ganz viele Bildschirme links und rechts, die ja umrandet sind mit so einem Pfeil. Überraschenderweise sitzt dann eine Mitarbeiterin auch, die das alles beobachtet, die sitzt in dieser Halle und auf dem Bildschirm bekommen wir dann, weil wir sind ja mit dem Jetski jetzt aus der Station rausgefahren, dort werden wir begrüßt und bekommen unsere Mission und dort wird uns dann halt quasi gesagt, dass wir aus dieser viel zu hellen Halle, wo ich alles sehe, außer diese Bildschirme, da bekommen wir auf jeden Fall gesagt, dass wir einen Delfin retten müssen, der sich wohl irgendwie verfangen hat. Das haben wir dann gesehen. Je nachdem, ob jetzt die Blöckchen frei sind, dauert das vielleicht noch einen Moment. Und dann sind wir ready zum Starten. Wir haben hinten kein Tor, deswegen ist es ja auch viel zu hell in dieser Halle. Und vorne ist ein Schnelllauftor, was halt auch ultra schmuddelig aussieht. Und wirklich die letzte Lagerhalle hat nicht so schmuddelige Schnelllauftore. Und das geht auf. Und erst 3 Sekunden später, nachdem das oben war, fahren wir aus der Halle raus. Dann gibt es auf jeden Fall den ersten Launch, den Abschuss. Und fängt leicht an und beschleunigt dann immer schneller. Ist halt ein Reibrad-Launch. Dann gibt es auch auf der geraden Strecke schon das On-Ride-Foto. Und wir fahren nach oben. Und ja, da drehen wir schon so ein bisschen ein, aber droppen dann links runter. Und dann kommt eine S-Kurve direkt, also dann gehen wir sehr boden- bzw. wassernah wieder. Die Bahn verläuft ja größtenteils über Wasser. Und da haben wir dann eine S-Kurve, dann ja 180-Grad-Turn, Links-Rechts-Kombination. Und wir fahren wieder ja, zurück Richtung Ausgangssituation, wo wir gerade gestartet sind, mit einer langgezogenen S-Kurve auch. Da wird es dann auch nochmal 180 Grad eng und sehr stark geneigt und wir sind so, wenn du links sitzt, bist du sehr nah am Wasser, mega gut. Ich habe da eine Schildkröte entdeckt. Dann geht es auf den Boost, der zweite Launch quasi schon. Und dann werden wir auch da nochmal beschleunigt, dann wird das Ganze quasi noch schneller und danach kommt wieder ein, ja ich nenne es mal Top-Head, aber wieder so eine Auffahrt, die der ersten auch sehr ähnelt, aber hier erreichen wir den höchsten Punkt von 19 Metern auf dieser Bahn und das Ganze
fällt dann auch wieder links runter ab. Und bei so Reibrad-Launches ist das oft so, das könnt ihr mit ein paar Anlagen schon mal gesehen gut beobachten, dass die Launches sehr oft parallel zueinander verlaufen, da man die Energie des einen dann nochmal verwendet für den anderen Launch. Und auch allgemein sind so Reibrad-Launches vom Wirkungsgrad viel besser als der ganze LSM-Kram, auch wenn das mehr Spaß macht. Dann vom höchsten Punkt geht es halt runter, dann so ein links runter, dann so ein Rechtseinschlag und einen großen 180-Grad-Turn links rum wieder. Diesmal über eine künstliche Insel. Ich weiß nicht, wie gut es ist, mit dem Jetski über das Land zu fahren. Warum man das so gemacht hat, so geplant hat, weiß ich nicht. Oder ob da unsere Rettungsmission liegt, dass eventuell der Delfin, den wir retten sollen, irgendwie da ans Land gespült wurde und in so ein Netz hängt und dass wir deswegen übers Land fahren. Und dann kommt auch so ein Stück, wenn wir die Insel wieder verlassen, das ist so weird gerade und so komisch abgefällt, so komisch nach unten ab. Und ja, da haben wir so quasi so einen Headchopper-Effekt. Wir fahren unter der Schiene entlang und das sieht super close aus. Und man sieht das auch bei dem Mädel vor mir, bei der Fahrt, wo wir ganz hinten saßen, bei dem Video, wie sie auch den Kopf einzieht. Das ist der Sinn der Sache. So soll das sein. Das soll so wirken. Das soll diesen Effekt auslösen. Es ist aber faktisch nicht möglich, da irgendwie sich den Kopf dran zu stoßen oder mit den Armen dran zu kommen. Das geht nicht. Daraufhin kommt dann so ein langgezogener Linksknick mit so einem Hump nochmal drin. Und dann nochmal so ein Rechtsknick mit einem großen Airtime-Hügel. Es geht dadurch ja auch wieder so ein Stück runter. Und dann geht's rechts hoch mit Schmackes in die Schlussbremse. Beziehungsweise dann auch den ziemlich langen Brake-Run. Was aber auch wieder Sinn macht, wenn die Bahn jetzt mit drei Zügen gleichzeitig fahren würde, kannst du alle drei der abstellenden Stationen und zwei auf dem Brake-Run. Wenn du die nicht gerade irgendwo anders auf einem Block hast. Man hat ja Blöcke ohne Ende, das Ding quasi. Das war dann auch schon die Fahrt. Meiner Meinung nach unglaublich geile Bahn. Ich finde die richtig cool. Hat mir persönlich richtig Spaß gemacht. Ist nicht heftig, ist nicht intensiv, ist nicht unendlich lang. Aber es ist eine richtig, richtig coole Familienachterbahn. Eine große, lange, relativ lange Familienachterbahn. Nicht so ein kleiner Junior-Coaster, sondern wirklich... Da steht was Ordentliches, was alle zusammen fahren können, was aber auch Spaß macht, wenn du ein bisschen mehr willst und nicht so lame ist, meiner Meinung nach. Geile Idee, eine Bahn zu machen, wo du auf einem Jetski sitzt. Warum hat das noch kein anderer Park gemacht? Ja, es gibt mehrere Parks, da sitzt man wenigstens auf einem Quad. Auch geil, richtig, richtig geil. Kann man natürlich viel mehr Themen mit umsetzen und ist nicht so an dieses Wasserthema gebunden und du musst mit dem Jetski auf jeden Fall Wasser unten drunter haben. Super Idee meiner Meinung nach. Dann hast du richtig PC, einfach so ein Lab-Bar, sitzt auf so einem Jetski, offenes, krasses, freies Gefühl. Vorne funktioniert das natürlich voll gut. Du siehst vor dir nur Schiene und Wasser und hast dann diesen Effekt. Und trotzdem, wir müssen ja mit mehreren Leuten und mehreren Jetskis da in Kolonne fahren. Quasi ist ja immer noch eine Achterbahn und du willst ja immer noch Leute durchkriegen. Ist das hinten immer noch cool, hinten funktioniert der Effekt trotzdem immer noch und bringt immer noch die Idee und die Story rüber. Hier und da gibt es auch ein paar Kräfte, hier und da gibt es ein bisschen Airtime und so ein wohliges Gesamtpaket meiner Meinung nach. Ich wünsche mir von dieser Art Achterbahn auf jeden Fall noch viel, viel, viel mehr mit verschiedensten Sachen. Man kann ja wirklich, die Ideen sind ja unbegrenzt, was du da drauf packen kannst. Ob es jetzt Quads oder Jetskis sind oder irgendwas anderes. Hat man, glaube ich, auch bei SeaWorld inzwischen erkannt, auch wenn die Bahn von 2017 ist. Für 2023 soll es ja auch einen neuen Family Launch Coaster im SeaWorld San Diego geben. Das wird jetzt, glaube ich, nicht so in die Richtung gehen, aber man weiß es nicht. Aber da reden wir dann drüber. SeaWorld San Diego waren wir auch schon, gibt es auch ein Video zu, wenn euch das Ganze interessiert. Ansonsten, was denkt ihr? Was ist eure Meinung zu Wavebreaker The Rescue Coaster? War der 18 Millionen Dollar wert? Würdet ihr euch sowas für 18 Millionen Dollar in den Park stellen? Oder lieber was ganz anderes? Ihr seid gefragt, ab in die Kommentare damit. Und ansonsten war es das von mir. Jeden Tag um 18 Uhr gibt es hier ein neues Video. Deswegen solltet ihr diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ich bin jetzt raus. Ihr seid die coolsten. Euer Bro fürs Ride-Video-Magazin. Peace.